Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Wir machen heute wieder die zufällige Boss-Skin-Challenge und das in Season 6. Und die sieht so aus. Wir haben heute unfassbare 8 Skins zur Auswahl. Darunter Ra's, die Spire-Assassin, Raven von den Teen Titans, Lara Croft, Neymar, Agent Jones, das Killer-Küken und Tarana. Und ich werde darauf verzichten, euch jetzt die Challenge zu jedem einzelnen Skin zu erzählen, denn das würde viel zu lang dauern. Deswegen stelle ich das Ganze jetzt auf Zufall und erzähle euch die Aufgabe lieber in der jeweiligen Runde. Wenn ihr mehr Videos von diesem Format sehen wollt, dann lasst jetzt kostenlos ein Like und ein Abo da und tragt gerne mein Creator-Code Wannabe im Itemshop ein. Erste Runde und wir bekommen direkt Raven von den Teen Titans. Frag mich aber nicht, was ich für eine komische Spitzhacke habe. Ich habe alles auf Random gestellt und ich bin gespannt, was ich für einen Gleiter bekomme. Ich habe einfach den Hühnchengleiter. Wir werden jetzt zu dem Raven-Boss fliegen, uns dort die exotische Waffe holen und dürfen nur mit den Waffen spielen, die in ihrem Haus vorhanden sind. Bevor wir uns die exotische Waffe holen, lassen wir erstmal gucken, wie dieses Haus hier aussieht. Oha! Was ist das denn hier für ein creepy Ding? Wichtig nochmal, wir dürfen alle Waffen mitnehmen. Also alles, was hier rumliegt. Und wir holen uns jetzt den instabilen Bogen. Ey, mein Rucksack ist voll. Das Ding sieht ja übertrieben heftig aus. Ey, warte mal. Gib mal die Pfeile her, du hast mich abgezogen. Was ist das denn? Ich riech Beef. Okay, du spielst also die Unschuldige. Dann müssen wir das jetzt mit Fäusten klären. Jetzt gibt's auf die Schnauze. Junge, 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 Junge. Hast gedacht, ich befreie dich. Die Party muss weitergehen. Oh mein Gott, die dreht ja voll durch. Ey, Schwester, beruhig dich mal. Okay, das war's. Hat es gelohnt? Nein, hat es sich nicht. Die Waffe habe ich schon. Ja, okay. Ich hätte auch einfach den Rift kaufen können. Ich finde dieses Outfit auf jeden Fall geil. Erinnert mich irgendwie ein bisschen an Batmans Schwester. Warte mal, hat der überhaupt eine Schwester? Er hat gar keine Schwester. Sieht aber aus wie Batmans Schwester. Hä? Wer bist du denn? Das ist ein Stalker. Ey, Junge, beruhig dich mal. Ich kenne Batman nicht mal. Was soll das hier werden? Hallo? Hallo, Leute. Hi. Was geht? Ich knock mal eben deinen Freund. Wir sehen uns gleich wieder. Wartet ab, wenn die wiedergeholt wird, dann knocken wir die einfach wieder. Aber so auf richtig dreckig, wartet ab. 3, 2, 1 und jetzt Feuer! Das ist so dreckig. Oh oh, oh oh, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nur eine Bier getrunken. Warte. Ich hätte so keinen Bock mehr. Ich schwöre, ich hätte so keinen Bock mehr. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Guck mal, ich werfe jetzt Äpfel hin. Wenn die korrekt sind... Ey, ich mach nix. Hör auf. Hör auf. Chill, 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 chill. Okay, lass Freunde sein. Hör auf. Ey, ich hör auf damit. Ich schwöre. Lass mich in Ruhe. Guck, ich bin ein Freund. Ich werde nichts machen. Seht ihr? Ey, hört doch auf. Ich schwöre, das ist jedes Mal dasselbe. Ich bin korrekt und dann sind die ehrenlos zu mir. Egal, jetzt gibt's Saures. Da musst du jetzt sterben. Tut mir leid. Ey, hier schießt noch was. Okay, lass mal ein paar Kills machen. Lass mal auf Ehrenlos spielen. Ja, ich muss raus. Ehrenlos ist mein zweiter Vorname. Ey, der hat eine goldene Pump und ich darf die nicht benutzen? Oh, die haben Pfeile. Let's go. Ich sag euch, wenn ich angekommen bin. Let's go, was war das? Okay, wir haben es herausgefunden. Das war der Explosionsbogen. Ich liebe dieses Teil. Was passiert denn da? Lol. Wer wird gewinnen? Dinosaurier oder Wolf? Der Wolf hat den Dino gefressen. Das macht hier überhaupt keinen Sinn. Was wollt ihr, Pisser? Geht weg. Ey, hier ist einer gefressen worden. Wer ist denn hier gefressen worden? Wer ist denn so lost? Ja, von euch, ne? Kriegt mich doch, kriegt mich doch. Au, ey, das war nur Spaß. Oha, oh mein Gott. Die wollen mich fressen. Hühnchen, chill. Ey, die fressen das Hühnchen. Hör mal, die jagen das Hühnchen. Ja, holt mich doch. Ihr könnt eh nicht schwimmen. Okay, die können doch schwimmen. Fress das hier. Boah, ich kill mich selber. Da ist ein Eismann. Das brennt jetzt. Ey, ich liebe dieses Ding. Passt auf jetzt. Und Feuer. Hier, friss das. Wo ist der? Die hat ihn fast gefressen. Wir sind wieder im Spiel zurück. Hier waren die weg. Ich bin eine Superheldin. Und ich hole jetzt den epischen. Wenn ich den treffe, was ist das für ein Bogen? Junge! Ich kann auch nichts dafür, dass das komische Pfeile sind.
Das war zu einfach. Guck mal, wie ehrenlos. Guckt euch die ehrenlose Szene an. Das ist ja fast wie bei mir und Braxis. Einer heilt sich und der andere liegt am Boden. Let's go. Ehre ist eigentlich mein Leben, ganz ehrlich. Komm, den Ehrenlosen holen wir uns nicht. Was war das für eine verrückte Runde? Komm schon, neue Runde, neues Glück. Und wir bekommen Big Baba Bubu Ben. Kommen wir zu Bens Aufgabe und die hat diese Runde richtig in sich. Ihr habt vielleicht mitbekommen, es gibt ziemlich viele von den Ben-NPCs momentan auf der Karte. Ich weiß, bei Lazy Lake gibt es jemanden. Es gibt jemanden da vorne bei dem Ort, den ich nicht kenne. Im Wald gibt es jemanden und bei Pleasant Park gibt es einen. Ich habe keine Ahnung, ob die Waffen droppen. Ich hoffe es. Okay, ich glaube, das hat sich gleich eh erledigt. Ich bin gleich tot. Komm schon, Benny Boy. Gib mir eine Waffe. Bitte, ich habe das nicht durchkalkuliert. Ich bin tot. Ich brauche einen Riss. Ich muss hier weg. Der hat einfach gar nichts. Also wenn wir ein bisschen Glück haben, könnte es sein, dass er eine Waffe droppt. Und mit der müssen wir die ganze Runde spielen. Oh no. Oh no, no, no. Wölfe. Gegner. Komm schon, Benny Boy. Ich weiß, du bist der Wildhüter. Der Safari Boy. Was hast du für mich? Warum gibst du mir keine Waffe? Meint ihr eigentlich, kann ich jemanden umfahren? Hallo. Hallo, Freunde. Oha. Nein, nein, ich will weg. Oh Gott. Hör auf damit. Weg hier. Warte, jetzt platt. Weg hier. Was hast du davon? Ich habe die ganze Tanke in die Luft gejagt. Ich bin ein Irrer. Geht weg von mir. Ich bin ein Psycho. Ich bin ein Psychopath. Mach dich weg. Bitte. Bitte, Benny Boy, Slurp Boy. Bitte lebe und gib mir was. Gib mir eine Waffe. Gib mir keine Knochen. Soll ich die Heel-Bazooka kaufen? Aber die ist voll teuer. Vielleicht kann die jemanden killen. Auf geht es. Komm schon, Auto. Wir fahren zum nächsten Benny Boy. Vielleicht hat der was für mich dabei. Benny Boy, ich komme jetzt rein. Upp, die Tür war offen. Komm, bitte, bitte, bitte. Jonas, hier der Erste. Ich knie nieder vor dir. Gib mir doch einfach eine Waffe. Okay, ich krieg die Waffe, wenn ich ihn herausfordere. Problem an der Sache... Ich kann ihn nicht töten. Ich muss ihn herausfordern. Ich habe keine Waffe, Alter. Hör auf. Ich habe eine Idee. Ich habe so eine geile Idee. Vielleicht verfolgt er... Genau, der verfolgt uns. Und dann wird den anderer für mich killen. Das ist so geil. Wir müssen jetzt hier nur noch Gegner finden. Bitte, hier muss irgendwo ein Gegner sein. Ja, 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 ja. Let's go. Hör doch auf. Nicht euch selber killen. Hier. Ihr Idioten. Was macht ihr da? Hä? Hier, Heilung. So. Heilt euch das überhaupt? Mich heilt das. Ja, let's go, let's go. Ich habe aber nichts anderes. Und jetzt kommt mit. Ich brauche eure Hilfe. Ich muss Jonas hier den ersten killen. Oh, shit, der will mich immer noch killen. Hallo, Leute. Leute, helft mir. Leute, tötet ihn. Ja, ja, schieß ihn kaputt. Ja, sehr gut, sehr gut. Schieß ihn, kill ihn. Ich komme mit der Hacke. Tötet ihn. Tötet diesen Irren. Wir haben ihn gleich. Noch 100 HP. Nein, er hat ihn genockt und mich getötet. Nein. Es ist so schlecht. F für den gefallenen Bruder in den Chat. Das waren meine ersten No-Skin-Freunde. Nächste Runde. Nächster Skin und wir bekommen Ras. Oha. Zieht euch mal die Version von ihm rein. Ey, ihr glaubt nicht, wie sehr ich auf diesen Skin hingeschwitzt habe. Ich habe ungelogen 2 Tage gebraucht, um diesen Skin freizuschalten. Und wir dürfen diese Runde wegen der Challenge nur bei Spire landen, müssen den Boss killen und dürfen nur Waffen benutzen, die bei Spire sind. Ich glaube, dass hier bald Batman-Gegend hinkommt. Ihr wisst es als Erster nicht von mir wahrscheinlich, aber auch von mir. Hä? Und der Irre ist hier auch irgendwo. Ja, das ist so geil. Die gehen jetzt auf den drauf und ich staub dann einfach ab. Hä? Hier ist noch einer. Guck. Hier ist noch einer. Ach so, nein, das ist der Typ. Nein, das ist der nicht. Ey, du Ehrenloser, was mischst du dich ein? Der ist vollkommen verwirrt. Der holzt den voll weg. Als Rache. Ach, das hilft nichts mit euch. Da muss ich es halt selber machen. Wenn man sich einmal auf andere verlässt, ist man verloren. Was machst du da? Boah, ich bin so heftig mit der Waffe. Und da will einer sagen, die wäre schlecht. Okay, wir machen einen kleinen Battle. Okay. Stehe ich drauf. Aber warte kurz, muss nachladen. Warte, ab, bis du meine neue Spezialtaktik bekommst. Oh Gott, Alter, die ist komplett eklig. Die ist so eklig, die verwirrt mich sogar selber. Ras, bist du es? Ey, du bist nicht Ras. Wer bist du? Wer bist du? Hör auf. Wer hat dich geschickt? Sag die Wahrheit. Ich hatte mal 4 Kekse und hab einen gegessen. Wir machen den Test. Wird der ihn nehmen? Dann ist er ein Freund. Du bist kein Freund, oder? Da hatte ich
bloß noch drei. Nimm die Minis. Ansonsten schieße ich dich weg. Dann mach einen Abflug. Mach's gut. Sie leide. Werde ich aber ein bisschen wild hier. Oh shit, das wollte ich gar nicht. Tut mir leid. Ey, du Sonntagsfahrer, bleib stehen. Ey, wie viele Gegner sind hier? Ich will Ras killen. Ich will seine Waffe. Leute, wie viele sind hier? Neymar? Okay, den haben wir. Hier sind sehr viele Leute. Egal, dann holen wir uns erstmal die hier. Hello, my friend. It's me. The purple guy. Warte kurz. Jetzt kommt ein Zauberschuss. Ey, ich sag's euch. Jedes Mal, wenn ich so fighte, ich denk einfach, ich wäre heftig. Und da merke ich, ich sterbe gleich wieder wegen irgendwas Dummen. Woo! Den Edit in den Tod. Ich hätte es fast gemacht. Er hat die Waffe aufgehoben, die ich nicht mitnehmen durfte. Eddie, ich hasse dich. Ich wollte nur diesen Typen töten. Was wollt ihr von mir? Leute, die No-Skins greifen mich an. Lasst Neymar in Ruhe. Okay, Freunde, wir spielen einen ganz speziellen Modus. Der Modus heißt, ich habe ehrlich gesagt vergessen, wie der heißt. Irgendwas mit belebender Boden oder so. Ihr wisst, der Neymar liegt ziemlich oft am Boden. Und ja, deswegen habe ich überlegt, wir gehen heute in diesen Modus rein. Denn wenn wir am Boden sind, dann heilen wir uns. Jedes Mal, wenn ich so einen speziellen Modus spiele, haben wir hier wie 30 Leute. Ich meine, der Junge ist wirklich begabt, so wie der hier. Wow. Aber der liegt ziemlich oft am Boden und das hasse ich ja, Neymar. Hallo. Darf ich deine Reifen zerschießen? Ich hab eine Idee. Die Idee ist besser als die letzte Idee. Ich schwöre, die könnte gut sein. Oh mein Gott! Das Auto! Der sitzt ja immer noch drin! Bruder, was machst du hier? Das hat einen Grund, warum die alle am Boden sind. Die kriegen gerade Heilung. Ich weiß nur nicht. Warte mal, die müssten ja auch Blutschild davon kriegen. Was geschieht hier gerade? Neymar ist unbesiegbar. Oha! Soll ich den in Ruhe Fußball spielen lassen? Nö. Ich kann Fußball spielen darf, dann du auch nicht. Ich erzähle euch jetzt meine Geschichte aus der Vergangenheit. Ich habe damals sehr, sehr viel FIFA gespielt. So von FIFA 13 bis 18 ungefähr. Besonders Ultimate Team. Und mein Lieblingstrikot war das von der brasilianischen Nationalmannschaft. Und so sieht ja auch der zweite Teil von Neymar aus. Deswegen bin ich überhaupt darauf gekommen. Boah, ich sag euch, das waren wilde Zeiten. Der weiß, dass ich hier bin, oder? Wo wieder Auge gemacht. Nein, der weiß es nicht. Egal, da gibt es jetzt ein Pokémon-Fest. Komm, schnapp sie dir. Ich treffe einfach gar nicht. Was sollte das denn werden, Hugo? Okay, Hugo, danke, dass du mitgespielt hast. Wir sehen uns dann. Oh, oh. Alter, das ist auch ein Neymar. Was wird denn das hier? Neymar-Battle. Du triffst ja jeden Schuss. Wie viele sind denn hier? Hä? Ich höre an jeder Ecke, Alter. Ich bin verloren. So viel Muni kann ich gar nicht haben. Ja, was jetzt, Ben, hä? Hast mich mitgenommen, du Idiot. Ey, wartet mal, ich bin so lost. Der hat doch noch einen zweiten Style. Lass den mal aktivieren. Wo ist dein Emote? Will dein Skin spielen? Boah, das ist so geil. Boah, Ben ist AFK gegangen. Ich bin ehrenlos. Mir doch egal. Was war das gerade, Ben, hä? Man sieht sich immer zweimal im Leben. So, Ben. Sag mir, wo deine Freunde sind, sonst stirbst du. Die kommen erst da hinten. Das sieht ziemlich schlecht für dich aus. Ja, okay, du killst einen No-Skin. Der andere wird einfach wild davon. Die brauche ich. Danke. Oh, die sind zu dritt. Uncool. Egal, ich fuck die trotzdem ab. Das war der erste. Jetzt muss der Hugo wieder geholt werden. Hallo. Tut mir leid. Einer von euch beiden muss sterben. Ach komm, ich lasse euch leben. Ist mir doch scheißegal. Holt euch alle wieder. Ihr werdet das eh nicht überleben. Ich bin einfach viel zu nett. Ich sag's euch. Na gut, Hugo hat's trotzdem nicht geschafft. Und der andere auch nicht. Yo, den habe ich. Holy shit, einer noch. Wo bist du? Bist du da drin? Der war da drin. Ich muss das antizipieren, wie im Fußball. Jetzt? Er ist draußen. Er ist draußen. Er ist draußen? Nein, bleib weg. Wo habe ich den weit weggeschossen? Nein, komm nicht zurück. Ich hab das. Ich hab keine mehr. Du wolltest also nicht, dass ich eine coole Runde schaffe. Dann kriegst du jetzt einen gegen den Kopf. Der ist übertrieben lost, ne? Soll ich ihm den Sieg schenken? Wenn er mit mir ein Emote zusammen macht, schenke ich ihm den Sieg. Und ihr wisst, ich hätte die Challenge gewonnen. Warte. Ja. 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 Hör auf. Ich habe meine Waffen alle gedroppt. Chill mal. Mach ein Emote mit mir. Komm. Mach ein... Ich höre, ich habe keine Waffen mehr. Komm. Hör auf. Ich will mich einmal zurückverwandeln. Oh, er ist so eklig. Hör doch auf. Ey. Hör auf damit, du kriegst mich nicht. Ich heile mich jetzt einfach. Okay, das war's.
Egal, Noah Love 2014 hat den Sieg geschenkt bekommen. Auch wenn er nicht mitspielen wollte. Wir müssen auch mal an die anderen denken, denen auch mal Siege schenken. Ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen, Freunde. Wenn ihr mehr solcher Challenges sehen wollt, dann schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare rein. Haut rein, bis zum nächsten Mal.